Ja, dann, wo es auch deutlich nach oben geht, das hat da jetzt nichts mit unseren Aktien zu tun, sondern mit den Rüstungsausgaben. Hier kamen jetzt die neuesten Zahlen für das letzte Jahr und die USA mal wieder Spitzenreiter mit 610 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. China holt massiv auf, sind auf Platz 2 mit 228 Milliarden Dollar. Und Russland, ja, die haben um 20% reduziert. Die geben noch 66 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Modernisierung ist da das wichtigste Punkt als große Neuanschaffungen. Und nur zum Vergleich, Russlands Rüstungsausgaben sind inzwischen 6% der NATO-Ausgaben. Also soweit zu den aggressiven und gefährlichen Russen mit einem Bruchteil, wie gesagt, der Rüstungsausgaben, die die NATO hinlegt. Selbst Saudi-Arabien hat höhere Rüstungsausgaben als die Russen mit 70 Milliarden. Deutschland liegt bei 44,3. Also nach wie vor ein gutes Geschäft für die, die da investiert sind. Wir tun es aus gutem Grund nicht. Da ist die Ethik für mich außen vor.